Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu TypeScript, dem objektorientierten JavaScript. Heute wollen wir tatsächlich mit Klassen anfangen und Klassen sind was unglaublich Mächtiges und ich weiß, dem einen oder anderen werden sie schon was sagen, aber ich möchte hier nochmal von vorne auf die Klassen eingehen, weil es enorm wichtig ist, dass ihr wisst, wie dieses Konzept funktioniert. So, Klassen sind als erstes mal sozusagen eine Art Blueprint für eine oder eine Art Vordruck, eine Art Prototyp auch, aber nicht diese Art von Prototyp, die JavaScript benutzt, sondern irgendwie ein eingänglicherer. Zum Beispiel machen wir jetzt hier uns eine Klasse, sagen wir einfach mal eine Klasse Wohnung. Das heißt irgendwo, wo man drin wohnen kann, normalerweise. So, die werden standardmäßig immer groß geschrieben und danach kommt hier einfach geschweifte Klammern. So. Okay, und was wir jetzt machen können, ist, wir können hier drin definieren, was diese Wohnung für Eigenschaften hat. Das heißt zum Beispiel an Feldern, also an Attributen, was so eine Wohnung an Variablen hat. Also jede Wohnung hat Variablen. Zum Beispiel können wir hier sagen, jede Wohnung hat eine Anzahl an Zimmern. Zimmer, Doppelpunkt, Number. Das heißt, jede Wohnung hat eine Anzahl an Zimmern. Und jede Wohnung hat auch eine gewisse Quadratmeteranzahl. Das heißt, Größe, ich werde jetzt hier Größe schreiben. Und das ist auch eine Number. Und dann hat vielleicht nicht jede Wohnung einen Balkon zum Beispiel. Das heißt, wir schreiben Balkon, Doppelpunkt, Boolean. Und sagen somit, hey, hat diese Wohnung einen Balkon oder nicht? Aber ihr seht, wir weisen hier noch keine Werte zu. Das heißt, diese Dinger sind sozusagen wirklich nur Vordrucke. Jede Wohnung an sich muss selbst bestimmen, ob jetzt hier eine gewisse Anzahl an Zimmern oder was diese Anzahl an Zimmern ist, wie groß die Wohnung insgesamt ist und ob sie einen Balkon hat. Das muss jede Wohnung für sich bestimmen. Aber jede Wohnung hat erstmal die Idee, mehrere Zimmer zu haben. Wie viele unterscheidet sich dann pro Wohnung und die Größe unterscheidet sich pro Wohnung und hier auch, ob sie einen Balkon hat, ist für jede Wohnung unterschiedlich. Aber jede Wohnung hat dieses Konzept dahinter. Und das ist ziemlich cool. Jetzt können wir nämlich hergehen und sagen, hey, wir wollen so eine konkrete Wohnung definieren. Das heißt, wir gehen her und benutzen, also das ist jetzt tatsächlich noch was ähnlich wie eine Funktion, das macht überhaupt gar nichts. Wenn wir das Ganze in JavaScript übrigens umwandeln, wird es auch eine Funktion. Aber es ist so ein komisches Konzept in JavaScript und sehr, sehr umständlich zu schreiben. Und das hier ist deutlich angenehmer, wirklich. Und ja, jetzt können wir hergehen und sagen, hey, wir wollen jetzt ein neues Objekt erstellen, also eine Variable in unserem normalen JavaScript-Code sozusagen oder in unserem TypeScript-normalen Code, also nicht innerhalb der Klasse. Und sagen jetzt hier, meine Wohnung, Doppelpunkt und Achtung, jetzt kommt was Neues. Der Typ dieser Variable ist jetzt Wohnung. Der ist jetzt nicht mehr Number oder sonst irgendwas, sondern das hat jetzt einen eigenen Typ Wohnung. Und ja, jetzt können wir hergehen und sagen, hey, okay, wir haben jetzt eine konkrete Wohnung. Und ja, jetzt machen wir erstmal das so. Quatsch, das wollte ich natürlich nicht dahin machen. Jetzt schreiben wir hier erstmal ist gleich, also wir sagen jetzt, wir haben eine neue Wohnung kreiert. Das könnte an sich schon ein Statement sein, aber wir wollen jetzt hier auch noch tatsächlich eine konkrete Wohnung erstellen. Das heißt, wir haben jetzt hier bloß gesagt, wir haben eine Variable und die hat den Typ Wohnung, aber wir haben hier noch keinen Wert zugewiesen. Jetzt wollen wir diesen neuen Wert zuweisen. Und dazu benutzt man das Schlüsselwort new. Das heißt, wir sagen jetzt hier new Wohnung, Klammer, Klammer. Und jetzt haben wir uns eine neue Wohnung erstellt, die leider hier überall die Standardwerte drin hat. Also Anzahl an Zimmern 0, Größe 0, Boolean false oder weiß gar nicht, was hier der Standardwert ist. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch hergehen und diese Werte irgendwie manuell setzen. Also wir sagen jetzt meine Wohnung und jetzt Achtung, Punkt. Das ist der Zugriffsoperator, das heißt, wir wollen die einzelnen Werte in meiner Wohnung verändern. Das heißt, meine Wohnung hat einen Balkon. Meine Wohnung Punkt Größe ist gleich 1000 Quadratmeter. Easy. Und true schreibt man klein. Ich lerne es nie. Ja, weil es in Python groß geschrieben wird, schreibe ich sie auch ganz gerne mal groß. Naja. Okay, und meine Wohnung ist, was hatten wir noch nicht gesetzt? Meine Wohnung hat 10 Zimmer. Hat sie natürlich alles nicht. Ich habe auch keine so große Wohnung, keine Sorge. Aber so können wir jetzt definitiv sagen, hey, das ist eine konkrete Wohnung und diese Wohnung hat einen Balkon, 1000 Quadratmeter und 10 Zimmer.
Und diese Wohnung können wir jetzt, keine Ahnung, irgendwie vermarkten oder sonst irgendwas damit tun. Stellt euch nur vor, wofür man das alles benutzen kann. Stellt euch Amazon oder generell irgendwelche Online-Shop-Items vor. Da kann man einen Preis angeben, man kann eine Beschreibung angeben, man kann einen Lieferanten angeben, man kann einen Portopreis angeben und man kann keine Ahnung was angeben. Dann hat man noch eine Klasse für Leute, die einkaufen, sprich Kunden. Die haben eine Adresse, eine Zahlungsart und so weiter und so fort. Und ein Alter, falls es FSK 18 Artikel gibt und keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt. Man kann so viel da machen damit. Und das wäre enorm umständlich, wenn wir das nicht einfach über TypeScript machen könnten, sondern wenn wir dafür jedes Mal JavaScript benutzen müssten. Ich kann euch gerade mal kurz zeigen, was passiert, wenn wir das Ganze hier kompilieren. Also es kommt jetzt hier auch kein Output oder sowas, weil wir ja nichts ausgeben. Wir können aber auch einfach hergehen und sagen console.log. Und jetzt geben wir hier meine Wohnung mal aus. Das ist, glaube ich, ganz interessant. So, meine Wohnung wird dann ausgegeben als hier vorne steht der Typ, dann kommt eine geschweifte Klammer dafür, dass unser Objekt anfängt und dann kommen die ganzen Attribute oder Felder, wie man es auch manchmal nennt, die wir hier drin definiert haben mit ihrem jeweiligen Wert. Den Wert haben wir erst hinten dran definiert. Der ist für diese Wohnung spezifisch, also wirklich für jede Wohnung anders, kann er anders sein, muss er aber nicht. Und die Wohnung selbst gibt hier überhaupt keine Auskunft darüber, also die Klasse selber. Aber die Wohnungsklasse gibt uns ein Blueprint, an dem wir uns entlang hangeln können, wenn wir was erstellen wollen. Wir werden da auch noch erweiterte Konzepte wie Konstruktoren oder sowas kennenlernen. Aber ich finde hier die Ausgabe auch sehr, sehr praktisch. In vielen anderen Sprachen wird hier einfach nur ein Pointer oder irgendwelche Speicherreferenzen ausgegeben. Hier können wir das Ganze einfach so loggen und haben hier einfach alles, was wir brauchen, innerhalb eines Aufrufs im Endeffekt. Und ja, das ist sehr, sehr angenehm, aber wie gesagt, JavaScript wäre etwas komplizierter. Wir können uns gerade mal ganz kurz angucken, wie das Ganze in JavaScript aussieht. Na, komm schon. Machen wir es halt im Texteditor auf. Mir auch egal. So, also der Teil hier ist im Endeffekt genau gleich. Das hier brauchen wir auch nicht. Um was es hier eigentlich geht, ist das hier. Wir erstellen eine variable Wohnung, obwohl es eigentlich ein Blueprint ist. Und das Ganze ist eine Funktion, die wiederum eine Funktion hat, die Wohnung returnt und dann hier Klammer, Klammer hat. Das ist sehr, sehr komisch und vor allem haben wir hier diese Variablen, die wir hier definiert haben, haben wir nirgendwo genau aufgedröselt. Deswegen ist es so deutlich angenehmer, damit zu schreiben, vor allem wenn wir die erweiterten Konzepte, wie gesagt, noch kennenlernen werden. Die wir jetzt auch dann in den nächsten paar Videos uns noch angucken. Das war's von meiner Seite erstmal. Versucht euch das ganze Konzept nochmal ein bisschen genauer vorzustellen. Überlegt mal, was es noch alles an sinnvollen Klassen für eine Online-Webseite gäbe, so als kleine Übung vielleicht. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.